40 Jahre, das ist lange, 40 Jahre fairer Handel. Manche haben das Gefühl, es hätte noch gar nicht so lange gedauert, aber ich glaube, das liegt daran, weil es seit 20 Jahren erst so richtig sichtbar geworden ist, in der Öffentlichkeit, in Supermärkten und so weiter und so fort. Was aber viele vergessen dabei ist, dass ganz viel von dem, was wir heute in der Wirtschaft an Nachhaltigkeitsbestrebungen haben, was für schöne Fairtrade-Produkte wir in den Supermärkten haben, was für ein wunderbares Fairtrade-Siegel da entstanden ist, alle diese Entwicklungen wären nicht möglich gewesen, wenn es nicht vorher eine Bewegung gegeben hätte von vielen engagierten Menschen, die Aktionsgruppen gegründet hätten, die Weltläden gegründet hätten. Wir bei Miserior haben von Anfang an den fairen Handel unterstützt, weil wir zum einen die Produzenten ins Spiel bringen wollten. Wir haben deren Anfänge gefördert und sie über Jahre begleitet. Und weil wir zweitens den fairen Handel hier in Deutschland verfestigen und etablieren wollten, denn wir sehen darin eine Chance, möglichst viele Leute in Berührung zu bringen mit fair gehandelten Produkten und damit auch in der Bildungsarbeit einen Beitrag zu leisten, sich mit den Strukturen von Ungerechtigkeit in der Welt und den Möglichkeiten dagegen anzugehen, auseinanderzusetzen. Ich kaufe fair, weil ich nicht einsehe, warum ich auf Kosten anderer Menschen leben soll, gut leben soll, und deswegen unterstütze ich den fairen Handel. Fairer Handel ist für mich einfach eine ganz großartige Idee damals, die sich vor 40 Jahren entwickelt hat, um hier einfach ein Stück weit zu mehr weltweiter Gerechtigkeit beitragen zu können, Handelspartnerschaften auf Augenhöhe einfach auch zu haben und wirklich einfach auch mit den Menschen, mit den Kleinbauern vor Ort über das Produkt in Kontakt zu treten, die das eben auch produzieren.